und los. Ich schlag niemanden, der wie Josef verkleidet ist. Hier, der Bart ist weg, Roger. Wie viele Ausreden brauchst du denn noch, Mann? Ach, der Bart. Wow, das ist so blöd. Was ist das hier? Man fährt doch nicht weg, wenn man gleich ein Kind bekommt. Was ist denn bitte schön so wichtig, dass man mitten in der Nacht mit Bethlehem geht? Da war eine Volkszählung, das weißt du aus dem Kindergottesdienst. Megan, was ist? Hast du vom Eierpunsch genascht? Hat noch jemand Bock auf Pancakes? Oh ja, die ist voll wie eine Haubitze. Mom, du bist hübsch. Können wir jetzt was essen gehen? Es tut mir sehr leid, Herrschaften. Wir haben ein paar technische Schwierigkeiten. Na toll, Dad. Jetzt hast du allen die Illusion genommen. Wir haben euch nur was vorgespielt, Leute. Ich warte im Auto. Her mit dem Schlüssel. Brad! Nein, ich gebe dir die Autoschlüssel nicht, denn du bist betrunken und du bist ein Kind. Niemand kann eine dumme, blöde Brad-Stimme leiden. Du Kürbisstinker! Du streitsüchtige Saufnase. Du hast einen guten Wurfarm. Eine betrunkene Neunjährige. Da hat jemand als Vater versagt. An deiner Stelle würde ich aufpassen. Oh! Adriana! Bist du verletzt? Geht's dir gut, Süße? Ist sie? Was hat sie? Oh, Überraschung. Ist ja klar, wo Megan den Eierpunsch her hat. Du sagst, Adriana wäre der schlechte Einfluss? Vielleicht hat ja deine Tochter meine Tochter abgefüllt. Vielleicht kann sie nicht anders. Ihre Mutter ist nämlich eine Ladendiebin. Ladendiebstahl ist uncool. Wir versuchen, das mit dem Clown in den Griff zu kriegen. Das hat nichts damit zu tun, dass Adriana so ein Albtraum ist. Meine Tochter ist kein Albtraum. Komm mit, Adriana. Nein, Liebling, so habe ich es nicht gemeint. Schatz! Hey, wie hast du meine Tochter genannt? Er hat Albtraum gesagt. Hey, ich mag ja vieles sein, aber ein Heide bin ich nicht. Regeln wir das draußen. Ja, los, gehen wir aus der Krippe raus. Er hat sie Albtraum genannt. Jetzt geht's los. Hey, hey, Jungs, wir können doch nicht einfach gehen. Josef und der Gastwirt werden sich vor der Krippe prügeln. Du darfst zuerst zuschlagen, Gastwirt. Wir müssen auf die 12, Josef. Wir werden das auf keinen Fall vor den Kindern. Also, was seid ihr eigentlich für Väter? Das glaub ich doch nicht. Solche Worte von einem Mann, der seinen Sohn ein halbes Jahr belogen hat. Könnte es vielleicht sein, dass die Leute deine Geschichten so erfrischend finden, weil es alles nur Lügen sind? Sarah, schaff die Kinder hier weg, okay? Ja, aber klar. Ich möchte sowieso nicht, dass sie das mit ansehen. Viel Spaß, ihr Vollidioten. Pancakes, Bitches! Ich will nicht, dass okay, du so die Kinder sind weg. Und los. Ich schlag niemanden, der wie Josef verkleidet ist. Hier, der Bart ist weg, Roger. Wie viele Ausreden brauchst du denn noch, Mann? Ach, der Bart ist weg. Weißt du was? Don! Ja, ich hab dich angelogen. Denn wenn in deinem Leben mal nicht eitel Sonnenschein herrscht, wenn in deinem Leben mal wirklich etwas schief geht, brichst du doch sofort zusammen, Brad. Ich dachte, wir zwei hätten eine ehrliche Vater-Sohn-Beziehung. Ach ja, hast du deinem Vater von deiner Operation letztes Jahr erzählt? Oh, Brad, was denn für eine Operation? Da war so ein bisschen gutartiges Gewebe nicht der Rede wert. Ihr seid ja zwei richtige Lügenbolde. Was sagt man dazu? Und Sie, seit Sie hier sind, sind Sie einfach nur boshaft und sarkastisch. Ich sag Ihnen jetzt was, lecken Sie mich am A-Punkt. Dad, du hast recht. Lecken Sie mich am Arm. Aber Herr Professor, es war fast eine richtige Beleidigung. Lecken Sie mich am A-Punkt. Okay, ist ein guter Anfang. Kommen Sie jetzt noch den Mittelfinger, mein Großer. Na los. Ich warte hier auf eine Schlägerei. Kannst losgehen? Stimmt, Roger. Sprich da was Wichtiges an. Wir wollen doch nicht den Schwung verlieren. Komm schon, Roger. Komm schon. Schlag euch die Birne ein. Na los, jetzt los. Nein. Wenn ihr zwei euch jetzt prügelt, egal ob die Kinder hier sind oder nicht, wird es negative Auswirkungen auf sie haben. Alles klar. Ich werde ihn nicht schlagen. Was hast du vor? Oh, verstehe. Alles klar. Eine Schneeballschlacht. Ja. Oh, Schneeball. Hey, ich habe ein paar fette Spielzeugblaster im Auto. Wenn ihr wollt, hole ich sie. Ich war AAA-Pitcher im Red Sox Farm Team. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wirf so gut du kannst. Dad! Don, tut mir leid. Ah. Sehr geil. Thank you.